herein und da und drüben. Grüß euch. Ich bin Caroline Entfellner, bin 16 Jahre alt und komme aus einem kleinen Dörfchen im wunderschönen Flachgau. Mein Dorf hat gerade mal 2555 Einwohner, stand 1. Jänner 2016, wovon die meisten Bauern sind. Außerdem bin ich bei der Landjugend, bei der Muse, also Trachtenmusikkapelle, und beim Chor dabei. Ich habe ungefähr bis zu meinem 10. Lebensjahr nur übers Festnetz angerufen oder einfach angelebt wird, wenn ich mich mit wem treffen wollte. Und dann haben wir halt einen Gatschermann angesprungen oder haben Sauerrahmen vergessen, die vorhin in seiner Haustür gewachsen sind. Kurz gesagt, ich bin von Geburt an ein frisches Salzburger Landei von höchster Qualität. Ich bin natürlich extrem gern in der Heimat, aber irgendwann muss man natürlich auch seinen Horizont erweitern. Spätestens dann, wenn es heißt: So, Caro, und du gehst jetzt ein paar Kipp an der Stadt rennen. Wenn man sich vorstellen kann, war ich heillos überfordert. Nicht, wie sie die meisten, also die mich verstehen, jetzt denken werden, mit dem Obus oder Züge. Nein, das ist gegangen. Mehr damit, dass es nicht nur unser Dorf gegeben hat, sondern auch Asien mit seinen Chinesen und Japaner oder Afrikas maximal pigmentierte Afroamerikaner. Ich, die schier noch nie in Kontakt gekommen ist mit anderen Kulturen, wie gar nicht mehr Zaum gekommen mit Schau. Und dann sitzt da nur die füreinander kennen, die ausschauen, als wären sie aus deinem Dorf, aber in Wirklichkeit aus Bayern oder aus Sachsen-Anhalt sind. Von überall hast du das natürlich auch gleich gehört. Denk dir nichts. Ist ein Deutscher oder ein Asiat oder ein Afrikaner? Das ist bei dir komplett normal, dass nichts sie verstehen. Aber ganz ehrlich, macht das wirklich einen Unterschied? Ist das wirklich wichtig, ob der aus Bayern oder aus Salzburg ist? Also mein Unterbewusstsein hat für mich damals gleich eine Antwort geführt. Ich habe noch gar nicht wirklich nachgedacht, was das heißt, dass man nicht in seine Heimatstadt eine Schule gehen kann oder dort wohnen und leben kann. Aber ich habe mir damals schon gesagt, nein. Nein, Caro, das macht keinen Unterschied. Sicher hat ein Deutscher nicht das Wahlrecht in Österreich und darf auch Österreich nicht als seine Heimatstadt angeben. Aber von dem rede ich jetzt ja gar nicht. Ich rede von dem, ob die Menschen hinter den Grenzen anders sind. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich Europa als einen großen Staat möchte, aber ich sehe es nicht ein, dass man wem diskriminiert, nur weil er auf der anderen Seite von der Staatsgrenze zu Deutschland wohnt. Nur weil er in Laufen wohnt und nicht in Oberndorf. Wir Menschen sollten doch trotzdem ein großes Volk sein. Warum soll man Grenzen zwischen uns kommen lassen, die es sowieso nur in Schulbüchern und in Verträgen gibt? Wir dürfen nicht Grenzen zwischen unseren Persönlichkeiten machen. Dürfen vor allem nicht ihr Grenzen zwischen uns kommen lassen, die eigentlich nicht mal sichtbar sind. Nur weil der eine 1% mehr Deutscher und der andere 1% mehr Österreicher ist. Weil ich jetzt in Deutschland als Touri, also Tourist, unterwegs, dann sicher die wenigsten drauf kommen, dass ich eben kein Deutscher, sondern ein Österreicher bin. Und genau das ist. Das ist ja so egal, oder? Wir sind doch trotzdem all die gleichen Menschen. Und das ist halt der Mensch, wie der Mensch nun mal ist. Und du kannst nicht sagen, grüß euch, das ist ein Homo sapiens sapiens aller Österreicher und das ist ein Homo sapiens sapiens aller Deutschland. Genauso wenig, wie in der Geburtsurkunde steht, das ist er. 1 Meter vor der Grenze zu Deutschland geborener und in Zukunft auch dort wohnender österreichischer Staatsbürgerschaftsbesitzender, seit 3 Generationen hier heimischer und hier mit Liebe aufgezogener Säugling. Warum steht es nicht drin? Weil es zu lang ist. Na, das natürlich auch, aber vor allem, weil es keinen interessiert. Den Freunden Bayern habe ich genauso gern wie den Freunden Salzburg. Was gibt es denn schon für einen großen Unterschied, wenn man jetzt rennt und herrennt oder da und drüben wohnt?
Also bei uns in Salzburg sagen sie zum Beispiel nicht Kartoffeln. Nein, es sind schöne, gute Erdäpfel. Aber drinnen und herunter ist das Gleiche. In Bayern sind vielleicht die Straßen anders betoniert als wir bei uns in Salzburg. Aber drinnen und herunter ist das Gleiche. Wir in Salzburg haben einen Hofer, wo wir einkaufen gehen. Die in Bayern haben einen Aldi Süd. Aber Trend und Herrent das Gleiche. Und eins noch. Wir in Salzburg sind Salzburger. Ich in Bayern sind Bayern. Aber da und drüben sind wir die Gleichen. All die gleichen Menschen. Darum lasst uns doch einfach so annehmen, wie wir sind. Sicher könnt ihr sagen, hey, ich bin ein Flachgauer. Die, die aufgepasst haben, haben gemerkt, ich bin auch da. Weil schließlich sind wir es ja. Aber seid stolz drauf. Und fasst es doch nicht so abwertend auf. Zum Schluss sind wir dort alle nur Menschen. Da ist dann egal, ob man trennt und herrennt oder da und drüben wohnt. Danke.